Bryce LaSpisa wurde am 30. April 1994 geboren. Er war der einzige Sohn von Michael und Karen LaSpisa. Aufgewachsen ist Bryce in Illinois. Nach seinem Highschool-Abschluss im Jahr 2012 zog die ganze Familie nach Laguna Niguel in Kalifornien um. Was viele, die Bryce kannten, sofort in den Sinn kommt, wenn sie nach ihm gefragt werden, ist sein Lächeln. Er hatte dieses breite, strahlende Lächeln. Seine Freunde beschrieben ihn als charismatisch und unglaublich witzig. Er verstand es, andere zum Lachen zu bringen und war immer gerne in Gesellschaft seiner Freunde. Bryce war ein talentierter und leidenschaftlicher Zeichner. Am Sierra College in der Nähe von Sacramento belegte er unter anderem Kurse in Grafik und Industriedesign, wo er sein Talent weiter ausbauen konnte und mit der Zeit ein beachtliches Portfolio an Arbeiten zusammenstellte. Neben dem Studium fand Bryce während dem College auch die Liebe, Kim. Die beiden gingen auf das gleiche College und waren bald unzertrennlich. Kim beschrieb Bryce als zuvorkommend, respektvoll und immer darum bedacht, dass es ihr gut ging. In den Semesterferien im Sommer 2013 besuchte der damals 19-jährige Bryce seine Eltern, welche nach wie vor in Laguna Niguel lebten, knapp 750 Kilometer von seinem College entfernt. Während den Sommerferien schien Bryce wie immer. Er freute sich auf das nächste Semester am College und genoss die Zeit mit seiner Familie. Doch kurz nachdem er für sein zweites College-Semester zurückgekehrt war, änderte sich alles. Alles begann damit, dass Bryce Freunde Veränderungen in Bryce Verhalten bemerkten, nachdem sie in das neue Semester gestartet waren. Kim, seine Freundin, war sehr schnell sehr beunruhigt über sein verändertes Verhalten. Darauf angesprochen, gestand Bryce ihr bald, dass er Pillen genommen hatte, die nicht an ihn verschrieben worden waren. Auch Sean, Bryce' Mitbewohner, bemerkte, dass sich Bryce innerhalb kürzester Zeit verändert hatte. Die Verhaltensveränderung beunruhigten den College-Studenten so sehr, dass er am 28. August 2013 sogar zum Telefon griff und Bryce' Mutter Karen anrief, um ihr seine Bedenken zu erzählen. Er erzählte Karen, Bryce würde sich komisch verhalten und habe ihm gegenüber angedeutet, dass ihn etwas belasten würde. Das Verhalten von Bryce soll sich insbesondere dann verändert haben, nachdem er und ein Freund mindestens eine Nacht lang Videospiele gespielt, Alkohol getrunken und dabei Vyvanse eingenommen haben, um wach zu bleiben. Vyvanse ist ein Medikament, welches bei ADHS eingesetzt wird, und es ist definitiv kein Medikament, welches man einnehmen sollte, wenn man es nicht selbst von einem Arzt verschrieben bekommen hat. Freunde von Bryce erzählten später, er hätte in dieser Zeit auch damit begonnen, viel Alkohol zu trinken. Er trank plötzlich tagsüber harten Alkohol und leerte locker eine ganze Flasche an einem Wochenende. Hier sei gesagt, dass nicht ganz klar ist, ob das Thema mit dem Alkohol bereits in den Sommerferien gestartet hatte oder erst nach dem Semesterstart. Sean, Bryce' Mitbewohner, berichtete Karen außerdem, Bryce habe ganz unerwartet mit seiner Freundin Schluss gemacht. Was da genau los war, erzählte Bryce' Freundin später selbst. Kim, die sich große Sorgen um Bryce machte, speziell nachdem er ihr die Sache mit dem ADHS-Medikament gestanden hatte, versuchte ihm klarzumachen, dass sie sich Sorgen um ihn machte. Wegen dem Medikamentenmissbrauch und seinem Alkoholkonsum. Bryce winkte ihre Bedenken jedoch ab. Für ihn schien das alles keine große Sache zu sein. Am Abend zuvor hatte Bryce eine Textnachricht an seine Freundin Kim mit den Worten, sie sei ohne ihn besser dran geschickt. Bereits besorgt durch sein sonstiges Verhalten ließ diese Nachricht bei Kim alle Alarmglocken läuten. Sie hackte nach, ob er gerade die Beziehung beenden wolle, und er bestätigte das. Bryce' Mutter war natürlich besorgt, doch bevor sie Bryce erreichen konnte, erhielt sie am gleichen Tag, dem 28. August, abends um ca. 23 Uhr einen Anruf von Bryce selbst. Obwohl er am Abend zuvor mit Kim Schluss gemacht hatte, fuhr Bryce an jenem Abend die knapp 145 Kilometer zu Kims Wohnung.
Dort angekommen, redeten Bryce und Kim über ihre Beziehung und dass Bryce diese beendet hatte. Während des Gesprächs fiel Kim wieder auf, dass Bryce einfach nicht wie er selbst schien. Sein Verhalten wirkte für sie so besorgniserregend, dass sie ihm kurzerhand seinen Autoschlüssel wegnahm. Bryce erzählte seiner Mutter am Telefon, Kim hätte ihm den Autoschlüssel weggenommen und würde ihm diesen nicht mehr zurückgeben. Kim beteuerte, Bryce verhalte sich nicht wie er selbst und sie habe äußerst große Bedenken, ihn hinter das Steuer zu lassen. Bryce wiederum versicherte seiner Mutter jedoch, dass es ihm gut gehe und Kim einfach überreagiere, weil er mit ihr Schluss gemacht hatte. Nach einem kurzen Hin und Her bat Karen Kim schließlich darum, Bryce den Autoschlüssel zurückzugeben. Resigniert gab Kim ihm den Autoschlüssel zurück. Karen sagte Bryce, sie würde am nächsten Tag von Laguna Niguel zum Sierra College fahren, um nach ihm zu sehen, doch Bryce lehnte das ab. Er sagte ihr, dass sie nicht zu ihm fahren soll. Er möchte zunächst mit ihr sprechen, er habe ihr viel zu erzählen. Auf die Frage hin, was los sei, antwortete Bryce, dass er ihr später alles in Ruhe erzählen würde. Bryce verließ Kims Wohnung um ca. 23.30 Uhr, stieg in sein Auto und fuhr davon. Um ca. 1 Uhr morgens klingelte das Telefon bei Bryce Eltern zu Hause. Karen verpasste den Anruf, dachte sich jedoch nichts dabei. Sie war der Meinung, Bryce sei zurück in seine College-Wohnung gefahren und dachte sich, dass das wohl er war, um ihr mitzuteilen, dass er gut angekommen war. Spätere Handydaten würden zeigen, dass es tatsächlich Bryce war, der angerufen hatte, jedoch nicht vom College-Campus aus, sondern von einer verlassenen Gegend rund eine Stunde von seinem College entfernt. Am nächsten Tag, dem 30. August 2013, um 11 Uhr morgens, erhielten Bryce Eltern eine Voicemail von Bryce. Er erzählte ihnen, dass er um 9 Uhr Gebrauch von ihrer Pannenhilfe gemacht habe, nachdem ihm auf dem Weg das Benzin ausgegangen sei. Hier gibt es zwei Varianten, die online verbreitet werden. Die erste Variante beinhaltet, dass Bryce besagte Voicemail hinterlassen hat. In der zweiten Variante wird erzählt, dass die Eltern von ihrer Pannenhilfeversicherung darüber informiert wurden, dass Bryce die Pannenhilfe in Anspruch genommen hatte. Ich persönlich halte die erste Variante mit der Voicemail für die richtige. Wie auch immer, danach geht es einheitlich weiter. Bryce' Eltern versuchten ihn wiederholt auf dem Handy anzurufen, doch sie erreichten ihn nicht. Es klingelte zwar, Bryce nahm die Anrufe jedoch nicht entgegen. Da sie Bryce nicht erreichen konnten und in der Annahme, er habe auf dem Weg zurück zum College Probleme mit seinem Auto gehabt, riefen die Eltern schlussendlich Sean, Bryce' Mitbewohner, an, um danach zu fragen, ob er wisse, was bei Bryce los sei. Sean war jedoch sehr überrascht. Er erzählte den Eltern, Bryce sei am Abend zuvor gar nicht erst nach Hause gekommen. Er war in der Annahme, Bryce habe bei Kim übernachtet. Nun machten sich die Eltern Sorgen. Nachdem sie Bryce wieder nicht erreichen konnten, versuchten sie anhand der Kreditkarteninformationen herauszufinden, welcher lokale Dienstleister Bryce mit Benzin versorgt hatte. Kurz zur Erklärung. Bryce hatte ein eigenes Bankkonto und ein eigenes Auto. Das Auto und die damit verbundenen Versicherungen liefen jedoch auf den Namen der Eltern und die Eltern hatten auch Zugriff auf die Kreditkarteninformationen von Bryce. Was einigen vielleicht ziemlich komisch vorkommt, finde ich genau für solche Fälle ziemlich clever. Wie wir noch aus dem Fall von Tanya Ryder wissen, sind solche Zugriffsberechtigungen im Notfall Gold wert. Jedenfalls, die Eltern fanden in den Kreditkartenabbuchungen eine Firma in Kalifornien, die den Pannenhilfeauftrag von Bryce übernommen hatte. Da sie Bryce immer noch nicht erreichen konnten, riefen sie kurzerhand dort an, in der Hoffnung, weitere Informationen, irgendwelche Informationen zu Bryce' Aufenthaltsort herauszufinden. Das Geschäft gehörte einem Mann namens Christian. Dieser hatte im Auftrag der Pannenhilfe Bryce an jenem Morgen um ca. 9.30 Uhr mit Benzin versorgt, in der Region eines kleinen Ortes namens Button Willow. Aufgrund der Besorgnis von Karen und Michael Laspisa bot Christian an,
nochmals zur Stelle zu fahren, an der er Bryce das Benzin gebracht hatte. Auch wenn er nicht davon ausging, dort noch was zu finden, schließlich waren mittlerweile über 3 Stunden vergangen, seit er Bryce beliefert hatte. Christian fuhr also den Weg ins Nirgendwo von Button Willow und was fand er dort? Bryce' Auto. Und nicht nur das. Bryce saß in seinem Auto und schien überrascht, als er Christian sah. Dieser fragte ihn zunächst, ob alles okay sei, was Bryce bejahte. Christian rief Bryce' Eltern zurück und übergab das Handy an Bryce, damit dieser mit seinen Eltern sprechen konnte. Karen und Michael waren erleichtert. Bryce schien es gut zu gehen. Trotzdem waren sie verwirrt. Wieso war Bryce in Button Willow? Wie sich herausstellte, war Bryce auf dem Weg zu ihnen nach Laguna Niguel, zu ihnen nach Hause. Zunächst beruhigt entschieden die Eltern, ihren Sohn in Ruhe zu ihnen fahren zu lassen und dann in aller Ruhe mit ihm zu reden und zu klären, was genau mit ihm los war und was es mit den ganzen komischen Situationen der letzten 1-2 Tage zu tun hatte. Karen erinnerte Bryce daran, den Tank an der nächsten Tankstelle aufzufüllen. Aufgrund der Distanz gingen sie davon aus, dass Bryce um ca. 15 Uhr nachmittags bei ihnen ankommen würde. Der Tag verging, es wurde 15 Uhr, dann 15.30 Uhr und von Bryce war nichts zu sehen. Als Bryce nicht auftauchte, machten sich die Eltern Sorgen, dass er eventuell einen Autounfall hatte. Mittlerweile war es fast 16 Uhr und er hätte schon längst da sein müssen. Die Las Pisas riefen die Polizei an, um Bryce als vermisst zu melden. Das Erste, was die Polizei tat, war Bryce' Handy mit einem Notfallping zu orten. Sollte er einen Autounfall gehabt haben, würden sie so seinen Aufenthaltsort herausfinden können. Ob es nun der Verdacht des Autounfalls war oder etwas anderes, ganz offensichtlich erfüllte Bryce' Verschwinden die Kriterien, damit die Polizei sofort handelte. Die Lokalisierung von Bryce' Handy war eine Überraschung. Er, oder zumindest sein Handy, war nach wie vor in Button Willow. 2 Polizisten wurden angewiesen, die Gegend aufzusuchen, um zu sehen, ob sie ihn dort finden konnten. Und sie fanden nicht nur Bryce' Handy, sondern auch Bryce selbst. Denn Bryce saß immer noch nach wie vor in seinem Auto. Am gleichen Ort, an dem er das Benzin entgegengenommen hatte. 10 Stunden waren vergangen und Bryce hatte sich nicht vom Fleck bewegt. Den Polizisten erzählte Bryce, er sei auf dem Weg zu Freunden und habe einen Abstecher gemacht, um den Kopf freizukriegen. Sie machten einen Alkohol- und Drogenschnelltest bei Bryce, alles schien in Ordnung zu sein. Die Polizisten wiesen ihn darauf hin, dass seine Eltern sich Sorgen machten und baten ihn darum, sie anzurufen. Bryce wiederum wollte jedoch nicht selbst anrufen und bat die Polizisten, dass sie seine Eltern anrufen. Das taten die Polizisten auch. Sie erzählten Karen und Michael, dass sie Bryce dort angetroffen haben und es ihm gut zu gehen schien. Dann reichten sie das Handy an Bryce weiter, damit er selbst mit seiner Mutter telefonieren konnte. Karen und Bryce sprachen kurz miteinander. Sie erinnerte ihn daran, etwas zu essen, bevor er seine Fahrt weiterführte, und Bryce stimmte zu. Laut den Polizisten stand Bryce weder unter Alkohol noch unter Drogeneinfluss und verhielt sich völlig normal, soweit sie es beurteilen konnten. Da Bryce erwachsen war und sie keinen Grund sahen, wieso er nicht selbst fahren könnte, verließen die Polizisten den Ort des Geschehens wieder. Karen, Bryce' Mutter, sagte später, die Polizisten hätten ihr versichert, dass sie keinen besorgniserregenden Eindruck von Bryce hatten und er in ihren Augen fahrtüchtig war. Nachdem die Polizisten gegangen waren, gingen Karen und Michael davon aus, dass Bryce sich nun irgendwo stärken und danach seine Fahrt zu ihnen nach Hause weiterführen würde. Beim nächsten Punkt gibt es wieder 2 Varianten, die man online finden kann. Variante 1 ist, dass Christian, der Mann mit dem Benzin, ein paar Stunden später am Ort vorbeifuhr, Bryce' Auto sah und Karen anrief.
Die zweite Variante sagt, Bryce Eltern hätten Christian angerufen und ihn gebeten, nochmals nach Bryce zu schauen, nachdem dieser die Anrufe wieder nicht entgegennahm und sie ihn nicht lokalisieren konnten. Egal welche Variante stimmt, Fakt ist, Christian traf Bryce wieder am gleichen Ort an, an dem er ihn bereits zweimal angetroffen hatte, Stunden nachdem die Polizisten gegangen waren. Bryce saß nach wie vor in seinem Auto, am genau gleichen Fleck wie vorher. Nachdem Christian Bryce wieder ansprach, erklärte dieser, dass er sich nun auf den Weg machen würde. Christian, welcher mit Karen am Telefon war, bot den Eltern an, dass er Bryce bis zur Ausfahrt auf die Autobahn folgen würde, um sicherzugehen, dass Bryce wirklich losfuhr und zumindest in die richtige Richtung unterwegs war. Die mittlerweile sehr besorgten Eltern nahmen das Angebot dankend an. Christian fuhr Bryce also hinterher, bis dieser auf die Autobahn abbog. Er informierte Karen darüber, dass Bryce nun auf der Autobahn war und verabschiedete sich. Die Stunden vergingen und als Karen das nächste Mal mit Bryce telefonierte, sagte er ihr, dass er die Autobahn um ca. 1.30 Uhr morgens verlassen hatte. Es war mittlerweile 2 Uhr morgens. Er konnte ihr nicht genau sagen, wo er war, doch laut GPS sollte er um 3.25 Uhr bei seinen Eltern zu Hause ankommen. Bryce sagte ihnen jedoch, dass er mittlerweile so lange unterwegs war und er müde sei. Er würde rechts ranfahren, sich einen stillen Ort suchen, um kurz zu schlafen und danach den Rest der Reise antreten. Seine Eltern stimmten seiner Idee zu, auch wenn sie sich Sorgen um Bryce machten. Bryce war mittlerweile nicht mehr weit vom Haus seiner Eltern entfernt. Karen und Michael warteten unruhig darauf, dass Bryce endlich bei ihnen ankam, doch er kam nicht. Um 8 Uhr morgens klingelte es schließlich an der Haustür. Zunächst erleichtert in der Vermutung, dass es Bryce endlich geschafft hatte, wurde dieses Gefühl schnell von Panik überschattet. Vor der Tür stand ein Polizist. Der Polizist beschrieb Karen und Michael ein Auto und fragte, ob ihnen dieses Auto gestohlen wurde. Dabei handelte es sich um Bryce' Auto. Die Highway Patrol hatte das Auto von Bryce verlassen vorgefunden. Es hatte eine Barriere durchbrochen auf der Höhe einer Zufahrtsstraße zu einem See, fuhr ein paar Meter weiter und kam schließlich dort auf der Seite zum Liegen. Die Zufahrtsstraße führte zum Hauptbootssteg am Castaic Lake, einem See auf der Route zwischen Button Willow und Laguna Niguel. Im Auto fanden sich zwar Blutspuren, jedoch war es nicht genug, um davon auszugehen, dass Bryce schwer verletzt sein könnte. Sein Handy wurde ebenfalls im Auto gefunden. Bryce' Eltern mussten ihren Sohn zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden als vermisst melden. Die Zufahrtsstraße zum See führte über einen Hügel. Der Teil der Straße vor diesem Hügel ist mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Nachdem Bryce nirgends auffindbar war, kontrollierte die Polizei diese Überwachungskameras und tatsächlich. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Bryce' Auto den Hügel hochfährt. Laut Zeitstempel fuhr er wenige Minuten, nachdem er seiner Mutter erzählt hatte, dass er zu müde zum Weiterfahren war, den Hügel hoch. Das war um ca. 2 Uhr morgens. Um 4.30 Uhr morgens zeichnete die Kamera auf, wie Bryce' Auto wieder den Hügel hochfuhr. Leider zeichnet die Kamera nur die Autos auf, die zum See fahren, jedoch nicht jene, die vom Hügel wieder hinunterfahren. Es ist nicht klar, wieso Bryce 2 Stunden später erneut den Hügel Richtung See hochfuhr. Das Auto wurde um 5.30 Uhr gefunden, eine Stunde nachdem Bryce das zweite Mal den Hügel hochgefahren war. Als die Polizisten das Auto fanden, suchten sie die Umgebung ab und Bryce war bereits nicht mehr zu sehen. Es gab keine Zeugen, die den Unfall gesehen hatten, oder Bryce, welcher sich ganz offensichtlich vom Auto entfernt haben muss.
Nach den ersten Untersuchungen hatte die Polizei die Vermutung, dass der Unfall vielleicht gar kein Unfall gewesen sein könnte. Die Spurensicherung ergab, dass der Fahrer des Autos nicht die Kontrolle über das Auto verloren hatte. Es gab keine Bremsspuren und die Ermittler sagten, es wiese alles darauf hin, dass der Fahrer auch nach der Kollision mit der Barriere weiterhin aufs Gas drückte und den Hügel hinunter Richtung See raste. Es wurde eine groß angelegte Suchaktion im Gebiet rund um die Zufahrtsstraße und rund um den See organisiert. Die Polizei, freiwillige Helfer, Freunde und Verwandte, alle halfen mit bei der Suche nach Bryce, doch sie hatten kein Glück. Von Bryce fehlte jede Spur. Schlussendlich wurden Suchhunde eingesetzt. Diese konnten Bryce' Spur tatsächlich aufnehmen und führten die Polizei vom Autofundort über das Feld, der Straße entlang bis hin zu einem Truckstop. Dort verloren sie Bryce' Spur inmitten auf dem Parkplatz. Diese Erkenntnis ließ die Ermittler in der Annahme, dass Bryce beim Truckstop in ein Auto gestiegen sein muss. Sean, der Mitbewohner, und Kim, die Freundin, wurden beide befragt. Dabei kam heraus, dass Bryce in den Tagen vor seinem Verschwinden persönliche Dinge verschenkt hatte und seinem Mitbewohner eine Nachricht schrieb, in der er ihm dafür dankte, dass Sean so ein wundervoller Mensch war und er Bryce' Seele gerettet habe. Ein Rucksack, den Bryce am Abend bei Kim dabei hatte, wurde im Auto gefunden. Dieser war geöffnet, was die Ermittler vermuten ließ, dass Bryce irgendetwas daraus mitgenommen hat, bevor er sich vom Auto entfernte. Es ist bis heute unklar, ob und was er mitgenommen hat. Bryce verschwand ohne sein Handy, ohne Geld, Kreditkarte, Kleidung oder sonstigen persönlichen Sachen. Diese Tatsache lässt die Familie glauben, dass er nicht geplant hatte, wegzurennen und dass er nicht weggerannt ist. Nach Bryce' Verschwinden wurde in der Nähe eine verbrannte Leiche gefunden. Eine Autopsie ergab jedoch, dass es sich dabei nicht um Bryce handelte. Die Suche der Polizei rund um den See wurde nach ein paar Wochen eingestellt, nachdem keine weiteren Spuren gefunden wurden. Bryce' Familie suchte weiterhin mit Hilfe von Freunden und freiwilligen Helfern. Und das ist bereits alles, was wir an Fakten zu diesem Fall haben. Mittlerweile sind 8 Jahre vergangen und Bryce ist nie wieder aufgetaucht. Sein Verbleib ist bis heute ein Rätsel. Kommen wir zu den Theorien, die in den Jahren seit seinem Verschwinden aufgestellt wurden. Theorie Nummer 1 dreht sich darum, dass Bryce sich das Leben nehmen wollte. Bei der Zufahrtsstraße, wo Bryce' Auto gefunden wurde, sieht es von weitem so aus, als wäre das Gelände gerade bis hin zum See und es scheint, als sei der See wortwörtlich greifbar nah. Das ist jedoch eine Täuschung. Tatsächlich geht es nach der Barriere ein bisschen den Hang hinunter und es ist noch ein gutes Stück Weg, bis man den See erreicht. Dies lässt einige glauben, dass Bryce mit dem Auto in den See fahren wollte und die Entfernung sowie das unebene Gelände unterschätzt hat. Diese Theorie klingt an sich plausibel, insbesondere wenn man sich die veränderte Verhaltensweisen von Bryce in den Tagen zuvor ansieht. Irgendetwas scheint ihn sehr belastet zu haben, wir wissen nur nicht was. Die Theorie erklärt jedoch nicht, was nach dem Crash geschehen ist. Wenn Bryce sich wirklich das Leben nehmen wollte, was ist nach dem Autounfall geschehen? Im See und in der darum liegenden Umgebung ist er nicht. Eine weitere Theorie knüpft an die erste Theorie an. Hier gehen die Leute davon aus, dass Bryce sich zunächst das Leben nehmen wollte, es sich nach dem Crash jedoch anders überlegt hat, beim Truckstop eine Mitfahrgelegenheit fand und irgendwo ein neues Leben begann. Es gibt jedoch auch die Theorie, dass Bryce dort am See auf jemanden gewartet hat. Vielleicht jemand, der ihn mit den Pillen versorgt hat.
Menschen mit dieser Theorie verweisen auf die Aufnahmen der Überwachungskamera, die zeigen, wie Bryce den Hügel hoch und runter gefahren ist, als würde er dort auf jemanden warten oder jemanden suchen. Diese Theorie ist für mich irgendwie nicht plausibel. Wäre es nur um die Pillen gegangen, hätte er diese auch in der Gegend rund um sein College auftreiben können. Vyvanse ist eine beliebte Droge am College, leider. Andere sagen, Bryce war auf der Suche nach einem stillen Ort, um zu schlafen, als er mit seinem Auto verunfallte. Der Unfall habe bei Bryce eine Amnesie ausgelöst. Er sei bis zum Truckstop gelaufen, sei dort mit jemandem mitgefahren und lebe nun irgendwo, ohne zu wissen, wer er wirklich ist. Wieder andere sagen, Bryce sei beim Truckstop auf der Suche nach Hilfe etwas zugestoßen. Jemand habe ihn mitgenommen und dann sei etwas Schlimmes geschehen. Die letzte Theorie, über die ich gestolpert bin, dreht sich auch um Bryce' mentalen Zustand. Dabei denken die Leute jedoch, dass die Verbindung von Alkohol mit dem Medikament Vyvanse eine Art Psychose ausgelöst hat. Der Unfall und sein Verschwinden sei das Resultat davon. Der See wurde durch die Polizei und durch weitere Suchaktionen, die von der Familie finanziert wurden, abgesucht. Bryce wurde nicht gefunden, weder im Wasser noch an Land. Für die Polizei ist die Akte Bryce Laspisa mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittler haben nicht genau gesagt, wieso sie darauf kommen, aber sie gehen davon aus, dass Bryce willentlich weggegangen sei. Hier muss gesagt werden, dass falls die Polizei Bryce irgendwo aufgespürt haben sollte, dass sie nicht verpflichtet sind, die Eltern zu informieren, sofern Bryce das nicht möchte. Es gibt Leute, die genau das glauben. Dass die Polizei Bryce mittlerweile aufgespürt hat, dieser jedoch keinen Kontakt zu seinem alten Leben wünscht und die Polizei diesem Wunsch nachgehen muss. Dies würde den Abschluss der Akte erklären. Es kann aber auch einfach sein, dass die Polizei falsch liegt. Nicht böse gemeint, die Polizei hat in diesem Fall alles richtig gemacht, es kann aber auch sein, wie wir auch aus anderen Fällen kennen, dass sie sich schlichtweg irren. Irren ist menschlich. Ich für meinen Teil bin in diesem Fall unschlüssig. Ich tendiere jedoch auch eher zur Richtung, dass Bryce noch am Leben ist. Ich denke aber auch, dass es eine Mischung von mehreren Theorien sein könnte. Sein Verhalten, der Alkohol, die Medikamente lassen mich alles darauf schließen, dass bei Bryce irgendetwas nicht gut war. Dazu müsste man wissen, was in den Sommermonaten vor dem zweiten Semester los war. Ist zu Hause etwas geschehen? Hatte er Mühe mit seinem Studium? Wie war die Beziehung zwischen Bryce und seinen Eltern? Dazu finde ich leider nur Gerüchte und auf Gerüchte verlasse ich mich bei solchen Sachen einfach nicht. Ihr wisst, ich hüte mich immer davor, Angehörigen oder Opfern einen Vorwurf zu machen. In diesem Fall muss ich jedoch insbesondere bei Bryce Eltern meiner Meinung Raum geben. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wieso die Eltern einfach zu Hause sitzen geblieben sind, nachdem sie wiederholt darauf hingewiesen wurden, dass sich nahestehende Personen von Bryce wirklich ernsthaft Sorgen um ihn gemacht haben. Die Freundin ist das eine, ich denke dabei aber eher an den Anruf von Mitbewohner. Man muss bedenken, die waren alle 19, 20 Jahre alt. Denkt zurück, als ihr in diesem Alter wart. Wie viel hätte es gebraucht, damit ihr in diesem Alter die Eltern von einem Freund benachrichtigt, das Telefon in die Hand nehmt und die Eltern von einem Freund anrufen, um zu sagen, dass ihr euch Sorgen macht? In diesem Alter braucht es sehr, sehr viel, damit man die Eltern benachrichtigt. Spätestens als ihr Sohn stundenlang an einem Fleck saß, sich nicht rührte und es eindeutig war, dass hier irgendetwas nicht stimmte, hätten sie reagieren sollen.
Beim letzten Telefonat war Bryce noch circa eine Autostunde entfernt. Wieso stiegen die beiden nicht ins Auto und fuhren ihm entgegen, nach allem, was in den Stunden davor geschehen war? Karen sagte später, sie vertraute auf die Einschätzung der Polizisten, die Bryce vor Ort antrafen. Karen, um Himmels Willen! Fremde Polizisten kennen deinen Sohn doch nicht gut genug. Die haben nur geschaut, ist Alkohol im Spiel, sind Drogen im Spiel, kann er gerade auslaufen, etc. pp. Es ist nicht normal, dass ein junger Mann stundenlang in einem Auto sitzt. Stundenlang! Und dann jedes Mal sagt, ja, ja, ich fahre gleich, ja, ja, ich fahre gleich, ja, ich gehe zu Freunden, nee, ich fahre gleich, bla, 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 bla. Nein. Nein, das ist nicht normal. Ich verstehe nicht, wieso die Eltern nicht reagiert haben. Ich meine das nicht böse, ich mache ihnen keinen Vorwurf, ich will mir nicht vorstellen, wie es ihnen heutzutage geht, aber ich verstehe es einfach nicht. In diesem Fall gab es so viele Alarmglocken, so viele Anzeichen, ständig, immer wieder. Ich verstehe nicht, wieso man einfach gesagt hat, okay, alles gut, wir lassen ihn einfach machen. Wenn ich mich so verhalten würde und danach stundenlang an einem Fleck verweilen würde, meine Familie und engsten Freunde würden innerhalb kürzester Zeit alles stehen und liegen lassen, den Weg zu mir finden, mich abholen und herausfinden, was zum Teufel los war mit mir. Aber wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung, ich mache Karen und Michael keinen Vorwurf, ich verstehe es nur nicht. Es gibt online tatsächlich Gerüchte darüber, dass im Hause Las Pisa nicht alles so heiter Sonnenschein war, doch erstens sind es nur Gerüchte, zweitens, welche Familie ist schon perfekt und drittens konnte ich keine der Quellen als wirklich vertrauenswürdige Quelle einstufen, also nehme ich von diesen Gerüchten Abstand. Wer hier mehr wissen will, online finden sich unzählige Foreneinträge und Artikel rund um Bryce Verschwinden. Was wir daraus lernen können, ist offensichtlich. Bitte, wenn sich jemand in eurem Umfeld plötzlich anders verhält, ihr von anderen darauf aufmerksam gemacht werdet, nehmt eure Beine in die Hand und macht euch vor Ort ein eigenes Bild von der Situation. Weil seien wir mal ehrlich, was kann schon passieren? Im besten Fall seid ihr einfach die überfürsorglichen Eltern und oder Freunde, im Ernstfall verhindert ihr so aber Schlimmeres. Bryce Familie sucht weiterhin nach ihm, bis heute gab es keine Sichtungen oder Spuren, die darauf schließen könnten, dass Bryce irgendwo noch lebt. Viele vermuten deshalb, dass er tot ist. Wiederum andere denken, dass er irgendwo noch lebt. Der Fall bietet viel Raum für Spekulationen. Ich hoffe für die Familie Las Pisa, dass sie irgendwann alle Antworten auf ihre Fragen finden und dass sie herausfinden, was mit Bryce wirklich geschehen ist an jenem 30. August 2013. Was denkt ihr? Was ist mit Bryce geschehen? Ich freue mich auf deine Gedanken in den Kommentaren und bitte denkt wie immer daran, seid anständig, keine Beleidigungen gegenüber der Opfer oder der Familie. Danke. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.